vielleicht mit dem hier. Nivea, das ist ein Gesichtswasser. Für alle Hauttypen, ist parfümfrei und das sieht auch schlimm. Also so schaut das Ganze aus. Und wie man hier sieht, da ist ein Faden dabei, den muss man also... Ich grüße euch. Ich habe heute ein Action Haul. Ich war beim Action, habe wieder einiges eingekauft und ich hatte so Glück. Ich habe diesmal diesen Spieltisch für die Luisa gefunden mit Pepperwoods drauf. So, einmal die Kamera abstellen. Oh, die Sonne scheint hier richtig toll. Oder zu sehr? Moment, vielleicht doch ein bisschen zu sehr. Ich verdiene vielleicht. So, hoch. Ja, es ist so viel Sonne, Mädels. Da freut man sich, dass die Sonne scheint. Und irgendwie ist es gerade total blöd fürs Filmen. Vielleicht so. So, jetzt geht's. Genau. Ja, damit fangen wir an, würde ich jetzt sagen. Und zwar ist es hier das. Richtig, richtig cool. Das hatte die Luise sich doch gewünscht. Die hatte das ja schon mal gesehen und die hat sich beim letzten Mal auch schon gefreut. Genau, hatte ich mal vor, ich glaube vor 2 Wochen habe ich es gekauft, für meine Freundin, genau, ihre Tochter, für die Tochter war das. Nur da die Lu ja erst im April Geburtstag hat, habe ich dann meiner Freundin halt das ja, gegeben. Genau. Und die sind wirklich so schnell vergriffen. Die haben da ja Pepperwoods, Poppetool und ich glaube Meerjungfrau. Auf jeden Fall, wie gesagt, die sind mal vergriffen, kosten um die 10 Euro. Ich glaube 9,95 Euro. Und ja, das kriegt die Luise dann zum Geburtstag, wie gesagt, im April. Da kannst du dann Wasser reinmachen, Sand, da sind Schippen dabei und so Figuren. Richtig, richtig toll. Also ab 3 Jahre ist das Ganze. Die Lu, die wird dann 3. Perfektes Geschenk für die Luisa. So, und jetzt... Oh mein Gott, ist das schwer. Das sind wirklich einige Sachen. Ich habe Zahnpasta eingekauft. 1, 2, ich habe ganz viel eingekauft. 3, genau, hiervon habe ich einige. Ich suche die mal alle raus. War es das jetzt? Vielleicht schon. Also, ich habe einmal die eingekauft für Carlitos und mich von Colgate. Die finden wir ganz gut. Also, wo ist denn der Fokus jetzt? Ja, kaufen wir ja schon seit Monate, würde ich sagen, kaufen wir die da immer wieder nach. Dann 2-mal für Giano und Melina, genau, die ist ja jetzt auch 6. Sie war ganz stolz, hat sie gesagt, Mama, ich bin jetzt auch 6, ich darf jetzt die Zahnpasta benutzen, die der Giano auch benutzt. Genau, sie ist 6, Gianito ist 8. Diese sind von 6 bis 8 und richtig, richtig cool. Da freut sie sich. 2 Stück mitgenommen. Und für die Luisa habe ich dann aber auch 2 Stück mitgenommen. 0 bis 5. Genau. Alles von Colgate. Die sind wohl neu. Die anderen auch. Also so lange gibt es die auch noch gar nicht. Und der Darüber kann die auch benutzen. Ne? So schauen die aus. Soll ich mal öffnen? Von innen die Tube. Ja. So. Ne, das ist auch wirklich ganz einfach zu drücken. Also kriegen die Kinder selbst raus. Die ist auch schon offen. Braucht man nichts abziehen. Hm, die riecht ganz gut. Fruchtig. Jetzt steht aber hier nicht was, ob das Erdbeere ist oder so. Keine Ahnung. Riecht auf jeden Fall gut den Kindern. Die haben ja aktuell beides im Gebrauch und finden sie ganz gut, auch preislich unter 1 Euro.
Richtig, richtig gut. Dann habe ich Binden eingekauft. Einmal für die Nacht und einmal für tagsüber. Super, also 4 von 5 und hier 5 von 5. Kosten 59 Cent oder was jeweils. Also ich finde die mega günstig, ne? Und kaufe die da super gerne. Genau. Dann habe ich was fürs Backofen eingekauft. Genau. Hatten wir schon mal. Finden wir ganz gut. Habe ich jetzt nochmal nachgekauft. Also kann ich empfehlen, ja. Mikrowelle. Mikrowelle könnte ich mal damit sauber machen. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Vielleicht mache ich das. Aber für den Backofen richtig gut. Damit kriegst du alles weg. Ich lasse das Ganze dann immer so ein bisschen einwirken. Und mache es dann zum späteren Zeitpunkt nochmal sauber. Also richtig gut. Aber Mikrowelle sollte ich mal machen. So schaut das Ganze aus. Ja, hier scheint die Sonne richtig krass rein. Richtig gut. Ich freue mich. Also man merkt, ne, der Frühling. Also richtig, richtig gut. Dann habe ich Packpapier eingekauft. Die kaufe ich ja immer da. Die sind zugeschnitten. Wie viel? 36 Stück sind drinnen. Kosten um die 1,19 € oder was. Also knapp 1 €. Feuchttücher dürften diesmal mit. Da habe ich auch ein paar mehr mitgenommen. 1, 2, 3, 4. Genau. 4 Stück. Dann habe ich ein paar neue Sachen gekauft, die ich neu entdeckt habe. Und da stand auch Neuheit drauf. Habe ich aber auch, also möchte ich gerne nochmal auf dem Beauty-Kanal zeigen und auch mit euch testen. Ganz genau. Ja, womit fangen wir an? Vielleicht mit dem hier. Nivea, das ist ein Gesichtswasser. Für alle Hauttypen, ist parfümfrei und das sieht auch ganz gut aus. Jetzt ist hier eine Orange drauf oder ist es eine Zitrone? Jetzt lass mich mal kurz lesen. Wir können auch mal dran riechen. Mit Vitamin C. Ich glaube Zitrone. Kann ich jetzt so nicht herausriechen. Auf jeden Fall wollte ich das mal getestet haben. Kostet um die 3 €. Ja. Entfernt Make-up, auch ohne Reiben, gründlich. Spendet der Haut Energie und vitalisiert sie. Reinigt sanft und befreit von Schutz und Unreinheiten. Genau. Also ich schmink mich so ja nicht. Aber dennoch mag ich das Ganze einmal morgens auftragen und auch abends, wenn ich ins Bett gehe, mache ich mir das auch gerne drauf. Also jetzt nicht unbedingt das, ich meine allgemein ein Gesichtswasser. Ich benutze ja sehr gerne das von Garnier. Das hier ist ein bisschen günstiger von Nivea. Ich mag Nivea-Produkte und ich finde, jedes Nivea-Produkt riecht immer so typisch nach Nivea. Und bei dem hier bin ich gespannt. Also jetzt gerade konnte ich nicht so viel herausriechen. Mal schauen, im Beauty-Kanal werde ich es dann auch mal auftragen und das Ganze aber mal testen. Schaut so aus, ist neu, gibt es jetzt bei Action. So, dann machen wir weiter. Und zwar ist das ein, wie nennt man das? Das ist für die Augenbrauen, um die Härchen zu zupfen, und zwar mit einem Faden. Genau, ich kann das auch so mit einem Faden, aber ich dachte mir auch, das ist ja praktisch, da brauche ich nicht jedes Mal einen Faden abschneiden und das mit zurecht machen. Finde ich interessant, will ich einfach mal getestet haben. Aha, aber auch hier ist der Faden dabei. Okay, das heißt auch, okay, das sehe ich erst jetzt, aber ist halb so schlimm. Also so schaut das Ganze aus. Und wie man hier sieht, da ist ein Faden dabei. Den muss man also doch erstmal zurecht machen. Okay, dann frage ich mich doch, ob man dann doch so ein Gerät tatsächlich braucht. Weil ich kann das auch ganz gut mit den Händen so. Da brauche ich kein Gerät. Aber doch, für den Beauty-Kanal ist es ganz interessant. Ja, richtig cool. Ist ja auch nicht nur für die Augenbrauen. Das kannst du ja auch für die Gesichtshaare benutzen. Mache ich ungerne, ich wirklich hauptsächlich nur für die Augenbrauen, weil ich der Meinung bin, wenn man dann hier irgendwie anfängt am Gesicht, dass dann hinterher noch mehr kommen.
Ob das wirklich so ist, ich weiß es nicht. So, was steht hier noch? 100%ige Baumwolle, also das Material. Das andere ist wahrscheinlich Kunststoff. Ja. Genau, da wird hier nochmal angezeigt fürs ganze Gesicht. Selbst für die Beine und für den unterm Arm. Interessant. Hab ich noch nie gemacht. Das wäre, glaube ich, was für meine Mama, für die Beine. So, dann haben wir hier ein Detox-Gesichtsmaske. Genau, das sieht total cool aus. Relax Detox Sheet Mask. Also es ist eine Tuchmaske. Einfach mal zum Testen und für die Me-Time-Zeit. So, dann, das finde ich sehr interessant. Das ist ein 100%iges Naturprodukt. Das heißt, es baut sich, löst sich auf. Ich und erklären. Ja, Mary. Cognac-Sponge Set of Two. Zwei Schwämmchen. Die zeige ich euch dann auch gerne nochmal genauer in dem Beauty-Kanal. Die sind ganz hart, sehen so aus. Und wenn du die mit Wasser, unter Wasser hältst, werden die weich. Und dann kannst du dein Gesicht damit waschen. Und ich habe gerade eins aktuell im Gebrauch. Der ist wirklich, nee, ist ganz, ganz winzig. Also wenn ich den euch zeige, würde ich dann denken, Mary, was ist das bitte? Da ist wirklich nur ganz, ganz wenig dran. Das hatte ich in einer Beauty-Box. Das ist ja das Interessante in so Beauty-Boxen. Da kommen Produkte, die man wahrscheinlich nicht kennt, wie dieses halt Schwämmchen, was ich drin hatte. Und ich bin so schock verliebt, dass ich das jetzt bei Action gesehen habe und dachte mir, das kaufe ich jetzt nach. Hätte ich das vorher nämlich nicht getestet, hätte ich das nicht in eine Beauty-Box gehabt, dann hätte ich mir das wahrscheinlich gar nicht gekauft. Deswegen finde ich das ja so interessant, ne? So, achso, die habe ich schon aufgemacht. Wir haben aber nur ein paar rausgeholt. Nur um das Ganze zu testen. Genau. Auch neu bei Action. Also ihr habt wirklich ein paar Neuheiten. Richtig gut. So schaut das aus. Chili Milk Sweet. Gefällt uns ganz gut. Also ist jetzt nicht so wow wie Shio Chips. Zum Beispiel, die mag ich ja besonders gerne. Tachitos auch. Aber die sind lecker. Shio Chips ist für mich sehr intensiv im Geschmack und die auch, aber nicht zu intensiv. Also die schmecken einfach eher noch Chili und Käse und die anderen, ja, die sind nicht vergleichbar, die sind schon besser. Dann Gillette, genau, die blauen Gillette Blue 3, die kaufe ich ja bei Action immer und immer wieder gerne. Das sind für mich die besseren und tatsächlich sind die für mich und nicht für Kachlitos, auch wenn das Männerrasierer sind. Ich finde die Farbe schön, ich finde den Preis gut, die sind günstiger wie die pinken und die rasieren auch besser. Genau, aber wirklich nur die von Gillette, die haben nämlich auch andere da. Und nee, da bin ich ständig, habe ich rote Haut und entzündet und ich habe generell eine empfindliche Haut, ja, vor allem Beine. Und da muss ich aufpassen. Und deswegen benutze ich auch diese Einmal-Rasierer, die ich dann wegwerfen kann. Weil das ist nichts. Dann sind meine Beine wieder rot. Dann, ja, die chinesischen Nudeln. Die mag ich ja sehr, sehr gerne. Also, die kaufe ich mir auch immer wieder mal nach. Dann habe ich Mülltüten mitgenommen. Die kleineren, genau, ich hatte letzte Woche, da habe ich welche gekauft, aber nicht die kleinen. Ich wollte eigentlich beides mitnehmen und irgendwie habe ich die dann nicht gekauft. Und davon verbrauchen wir eigentlich mehr, weil wir haben ja 3 Tonnen. Zweimal für die und die andere etwas größere. Deswegen verbrauchen wir mehr hiervon und ja. Dann, ein Produkt habe ich noch und dann war es das. Und zwar habe ich auch neu entdeckt, ich glaube nicht, dass es die schon länger gibt. Das sind ja, Papiere, Blätter, bunte Blätter, 200 Stück, 15 x 15 cm. Und zwar habe ich die für Janito gekauft zum Falten und hier sind alle Farben dabei. Also richtig toll. So schaut das Ganze aus. Ich weiß gar nicht, was die jetzt gekostet haben. Ich fand es aber günstig. Also 200 Stück sind drin. Und hier ist sogar 2 Anleitungen drin. 3. Ein Fisch, eine Katze und ein Hund. Richtig, richtig gut, oder? Das war's auch schon.
Ich glaube, die werde ich jetzt am Wochenende dann auch verstecken im Garten. Zu Ostern, da will ich ein paar Sachen verstecken. Eier, aber so ein paar Geschenke. Und ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt. Das dann, darf dann auch, ja, gesucht werden von den Kindern. So, ihr Lieben, das war's auch schon. Ja, ich bin gerne beim Action. Nächste Woche dann gerne wieder live. Kaufe da unfassbar gerne ein und sehr, sehr interessante Sachen und günstig und auch für die Kinder vor allem, ne? Also die freuen sich ja immer wieder, wenn ich irgendwas mitbringe zum Basteln und ja, richtig, richtig cool. Wie gesagt, die ja, Beauty, sag ich mal, Produkte packen wir dann oder schauen wir uns genauer auf dem Kanal Mary Beauty an. Und ja, an dieser Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen um 10 Uhr. Bis morgen. Tschüss.